Kennst du das auch? Dass du in einer Partnerschaft bist, die vielleicht voller Freude und voller Energie und Liebe begonnen hat und plötzlich irgendwann so ganz normal geworden ist, ohne Feuer, ohne Energie, ohne Liebe, ohne das, was eigentlich eine Partnerschaft ausmachen sollte. Und ich rede nicht nur von intimen Partnerschaften, ich kann auch eine Freundschaft sein, wo du voller Elan, mit jemandem zusammengekommen bist und irgendwann plötzlich ist alles so normal geworden oder negativ und man zieht sich gegenseitig runter. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, warum das so ist und wie wir ganz einfach und ganz leicht diese Liebe, diese Nähe, diese Intimität und diese Freude, vielleicht sogar die Sexualität wieder zulassen können und wie wir sie tatsächlich mit einem einzigen kleinen Schritt wieder entfachen können. Achte doch mal so ein bisschen darauf, wie du so deinen Tag beginnst. Was bist du so für ein Mensch? Stehst du einfach auf, zack, springst du aus dem Bett und dann gehst du in die Dusche und dann wird ganz schnell hektisch irgendwie gefrühstückt? Oder bist du jemanden, der im Bett wach wird und nochmal so in Gedanken den Tag durchgeht, der vor dir liegt? Und wenn du duscht, dass du ganz bewusst wahrnimmst, wie schön das Wasser an dir herunterprickelt und frühstückst du ganz hektisch deinen Kaffee schnell im Stehen und dein Brötchen oder legst du dich nochmal ins Bett? Vielleicht sogar zu deiner Liebsten oder deinem Liebsten und trinkst dort gemeinsam nochmal einen Kaffee. Denn ganz erstaunlich ist, dass jeder von uns ja sein Leben selbst formt und dem eigenen Leben eine ganz klare Gestalt gibt. Und wir führen also ein Leben, das unserer Meinung entspricht. Es kann sein, dass uns das nicht sonderlich gefällt und dennoch führen wir ein Leben, das wir so über die Jahre immer präziser, immer genauer in diese Richtung hin entwickelt haben. Das heißt, wir haben immer wieder etwas wiederholt, immer wiederkehrende Dinge stattfinden lassen in unserem täglichen Leben. Also wir haben eine Art entwickelt, wie wir essen, wir haben eine Art entwickelt, wie wir aufstehen, wie wir zu Bett gehen, wie wir den Tag beenden, wie wir unsere Freizeit gestalten. Wir haben eine Art entwickelt, wie wir mit unserem Partner umgehen oder mit unseren Freunden. Das heißt, wir haben eine ganz klare Art und Weise entwickelt und die immer und immer wiederkehrend wiederholt. Und wenn wir Handlungen immer wieder wiederholen, bildet sich daraus ein Ritual. Und Rituale liebt unser Gehirn natürlich. Unser Gehirn ist ja eigentlich faul. Es möchte ja gar nicht so viel arbeiten. Deswegen liebt unser Gehirn Rituale, denn auf diese Weise lernt es, dass es gewisse Handlungen in unserem Leben einfach automatisieren kann. Das heißt, da muss ich nicht mehr nachdenken, die laufen einfach automatisch ab. Also, und solche Rituale, wie gesagt, formen unser Leben und geben unserem Leben eine Gestalt. Automatisch, wenn wir es eine lange Zeit stetig immer wieder wiederholt haben. So, möchten wir jetzt zum Beispiel ein angenehmes Leben führen? Ja, dann bräuchten wir eigentlich nur genügend positive Rituale in unserem Leben. Wenn wir keine genügend positiven Rituale in unserem Leben aufgebaut haben, sondern eher negative Rituale. Also zum Beispiel, dass wir durchs Leben hetzen, dass wir nichts wirklich bewusst wahrnehmen, dass wir eher ständig herumnörgeln, dass wir vielleicht vom Fernsehen essen oder dass wir getrennt schlafen gehen, dass wir überhaupt gar nicht mit uns auch bewusst umgehen. Dass wir einfach durchs Leben hetzen in einer Geschwindigkeit, die uns gar nicht gut tun kann. Aber wenn wir das immer und immer wieder gemacht haben, dann ist das auch ein Ritual, auch für unser Gehirn ein Ritual, der uns automatisiert dies einfach machen lässt. Und dann haben wir wahrscheinlich sehr ungesunde Rituale aufgebaut und führen dann dementsprechend auch wahrscheinlich ein sehr ungesundes Leben. Und wie so ein Ritual funktioniert, das kennst du vielleicht auch, wenn du dir angewöhnt hast, zum Beispiel vor dem Fernseher zu essen. Dann merkst du schon den innerlichen Drang, während du dir was zum Essen machst. Oh, jetzt gehe ich schnell aufs Sofa und schalte den Fernseher ein. Oder du hast dir angewöhnt, beim Fußballspielen Chips zu essen.
dann wirst du automatisch, unbewusst diese Chips essen. Du bist gar nicht mehr bewusst dabei. Es passiert eben automatisiert. Also wäre es doch ganz nützlich, dass wir manchmal schauen, was für Rituale habe ich denn eigentlich in meinem Leben so entwickelt und welche Rituale bietet mir dementsprechend, also welche automatisierten Handlungen bietet mir mein Gehirn ständig und immer wieder an. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, Aristoteles hat nämlich schon gesagt, du bist, was du zum wiederholten Mal tust. Genau, wir werden zu dem Menschen, wir entwickeln uns zu dem Menschen. Wenn wir Dinge immer und immer wiederholen, werden wir tatsächlich so ein Mensch. Auch wenn der Anfang komplett anders war. So, und wenn wir uns jetzt mal eine Partnerschaft genauer beleuchten und betrachten, dann werden wir feststellen, dass in jeder Partnerschaft, also nicht nur in der intimen Partnerschaft, sondern auch in Partnerschaften, so Freunde, dein bester Freund, deine beste Freundin oder die Clique, wo du bist, dass sich auch da ganz viele Rituale befinden. So. Und wenn nun da viele positive Rituale vorzufinden sind, super, dann werden wir wahrscheinlich eine sehr hervorragende, wundervolle, glückliche Partnerschaft mit diesen Freunden und Freundinnen oder mit unserem Ehepartner oder intimen Partner haben. Seltsamerweise ist es jedoch so, dass wenn Paare schon länger zusammen sind, dass man wesentlich mehr negative und zerstörerische Rituale finden kann. Und viele davon kennen wir selber. Also in der Früh aufspringen, aus dem Bett springen, einfach duschen, schnell nebenbei irgendwie frühstücken oder eben, dass wir ständig mit unserem Partner Probleme wälzen oder herumnörgeln. Oder alles besser wissen. Oder dass wir eben einfach abends vorm Fernseher sitzen. Oder dass wir getrennt zu Bett gehen. Also wir haben ganz viele solche Rituale, die für eine Partnerschaft natürlich nicht förderlich sind. Und nehmen wir mal nur ein Beispiel. Das Problem wälzen. Wenn wir uns angewöhnt haben, mit unserem Partner Probleme zu wälzen, hat unser Gehirn gelernt, mit diesen Menschen reden wir nur über das. Und das heißt, wenn dieser Freund oder diese Freundin oder dein Partner in dein Leben wieder gerade eintritt, dann wird automatisiert über Probleme gesprochen. Es sprudelt hoch. Also du bist eigentlich zwar daran beteiligt, aber du bist Beifahrer geworden. Es rauscht einfach hoch und schon ist ein Problem da, das du wieder besprechen möchtest. Dass das dann natürlich keine Partnerschaft ist, die Spaß macht, wo viel Freude herrscht, ist ja klar. Denn auch der andere weiß, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin, oh, dann reden wir immer nur über das. Der ist natürlich genauso beteiligt, weil bei ihm ist es ja auch ein Ritual. Also es ist nicht nur, dass du alleine so ein Ritual aufgebaut hast, sondern es gehören ja zu einer Partnerschaft immer zwei Menschen. Und die haben ein gemeinsames Ritual, wir wälzen Probleme, aufgebaut. Und das läuft dann selbstständig ab. So, das ist natürlich die Frage, okay, wie kommen wir denn, wenn ich jetzt sowas aufgebaut habe, wie komme ich denn aus so einem Trott überhaupt wieder raus? Ganz einfach. Wir bauen einfach neue, andere Rituale auf. Rituale sind ganz einfach und schnell aufzubauen. Das heißt, wir müssen einfach eine Handlung ein paar Mal wiederholen. Und dann lernt unser Gehirn ziemlich schnell und automatisiert diese Handlung und bietet uns diese Handlung automatisiert immer wieder an. So, und zum Beispiel, was könnte denn in einer Partnerschaft solche Rituale sein? Also wenn wir zum Beispiel kleine Freiräume uns schaffen, wo so kleine Inseln, wo wir in der Partnerschaft tatsächlich stattfinden und wir aus diesem Alltagstrott entfliehen, dann haben wir schon einen Moment gebaut, wo wieder Nähe und Geborgenheit oder überhaupt Bewusstsein stattfindet in der Partnerschaft. Das Einzige, was wir tun sollten, ist dieses Ritual bewusst einbauen. Also wir verabreden uns. Michaela und ich zum Beispiel, wir verabreden uns auch ständig, ist ja klar, weil wir sind ja auch in der Gefahr, dass wir uns mehr oder weniger verlieren durch die ganze Hetzig, durch die ganze Hektik und die Hetze, die der ganze Tag mit sich bringt. Und deswegen haben wir auch immer eine ganz klare Dates, die wir haben. Also wir verabreden uns zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen oder wir verabreden uns, dass wir gemeinsam spazieren gehen. Und dort sprechen wir nicht über Probleme. Das haben wir ganz bewusst
so entschieden. Weil wir waren auch in dieser Schleife. Wir kommen zusammen, dann werden sofort über die ganzen beruflichen Dinge gesprochen, die gelöst werden müssen. Und das war bei uns genauso automatisiert, sodass es irgendwann keinen Spaß mehr machte, gemeinsam zu essen. Also haben wir ein anderes Ritual eingeführt. Wir treffen uns zum Essen und wir reden nicht über den Beruf. Wir reden nicht über irgendwelche Probleme, sondern wir reden nur über uns oder über schöne Dinge. Wir reden auch nicht darüber, über Nachrichten oder was wir da gehört haben, was für an schlimmen Dingen wir gehört haben. Ist übrigens auch so ein Ritual. Wenn du da früh dir angewöhnt hast, Zeitung zu lesen, dann beschäftigst du dich gleich in der Früh wenig mit dir, aber ganz viel mit diesen ganzen negativen Dingen. Und das beeinflusst natürlich uns genauso. Denn was erzählen wir anderen Menschen denn dann? Klar, das, was wir gerade gelesen haben. Stell dir vor, der hat und das darf ja nicht wahr sein. So, und auch das wird dann plötzlich zu einem Ritual. Also wenn du feststellst, dass du mit deinem Partner vielleicht ganz viel über Politik redest oder ganz viel über irgendetwas, was du gerade Schlimmes gelesen hast, oder dein Partner mit dir darüber redet, dann schau mal, ob du vielleicht davor dir angewöhnt hast, irgendwie in der Früh als erstes die Zeitung zu lesen, damit du das als Informationsfluss hast. Das ist natürlich kein schöner Informationsaustausch. Und deswegen, wenn wir uns aber angewöhnen, ein anderes, neues Ritual einzuführen, zum Beispiel, ich lese einen wundervollen Spruch des Tages oder eine Inspiration und wir reden darüber, dann wirst du sehen, dass innerhalb von kurzer Zeit sich unglaublich viel in dieser Partnerschaft verändert. Denn Rituale sind ansteckend. Und wenn du ein erstes kleines Ritual einführst, also das könnte eben sein, dass ihr gemeinsam in die Badewanne geht, dass ihr gemeinsam kocht, dass ihr gemeinsam frühstückt, das gemeinsame Lesen auf dem Sofa zum Beispiel kann so ein Ritual sein. Oder man surft gemeinsam im Internet, weil man etwas sucht, was man gerne kaufen möchte und nicht jeder für sich getrennt. Oder man liest ein Buch und redet dann über dieses Buch und der andere Partner redet über sein Buch. Man tauscht sich darüber aus. Oder man verabredet sich, dass man gemeinsam spazieren geht. Und auch da, wir reden nicht über Probleme. Wir reden nicht über Dinge, die uns belasten. Und wenn man das bewusst entscheidet, und das Schöne ist ja, in einer Partnerschaft entscheidet man ja das nicht alleine, sondern beide entscheiden das. Lass uns mal dieses Ritual für uns einführen. Dann wirst du sehen, dass das eine unglaubliche Freude macht. Und Rituale sind ansteckend, denn wenn wir mit dem ersten Ritual beginnen, wollen wir ganz schnell ein zweites und ein drittes und ein viertes einführen. Klar, denn auch Sexualität, das, was ganz viele Paare ja immer bemängeln, dass die so nachgelassen hat, liegt unter anderem auch daran, dass wir viele Rituale eingeführt haben, die für Intimität überhaupt nicht förderlich sind. Klar, wie soll denn da Nähe entstehen, wenn man ständig irgendetwas hat, was einem eher auseinanderdriften lässt? Und Sexualität braucht Nähe und Geborgenheit und vor allem Vertrauen. Also Vertrauen schaffen wir durch Zeit, durch Anwesenheit, durch Präsenz. Und diese Handlungsstränge, die wir da vollführen, die müssen gar nicht so groß sein. Ich kann dir zum Beispiel sagen, was ich immer mache und was einfach wundervoll ist. Zum Beispiel, wenn Michaela das Haus verlässt, dann gehe ich mit bis zur Tür oder bis zum Auto und verabschiede sie. Es ist ein wundervolles Ritual, das wir uns angewöhnt haben und das uns eine Verbundenheit bringt. Oder ein Ritual könnte sein, wenn der Partner nach Hause kommt, dass wir eben nicht auf dem Sofa sitzen bleiben, hallo, da bist du ja schön, sondern aufstehen und ihn begrüßen. Also wir schaffen Freiräume, dass der andere Mensch, egal ob es ein Freund, deine Freundin ist oder dein Ehepartner, dass er sich freut, nach Hause zu kommen oder sich freut, dich wiederzusehen. Rituale sind also relativ leicht einzubauen. Und überleg mal, ganz am Anfang hatten wir ganz viele solcher Rituale. Ich meine, wenn unsere Freundin ins Auto gestiegen ist, dann haben wir den Wagenschlag aufgemacht und dann wieder zu und sind ums Auto rumgelaufen. So, ah, waren wir galant. Aber es hat uns eine Freude bereitet. Das war toll, das war ein inneres Anliegen. Und heute sitzen wir im Wagen und denken, naja, komm mal rein, ja, naja, hast ja zwei gesunde Hände, kannst du selber machen. Siehst du? Und da spürt man die Geringschätzung. Es ist ja so normal, du bist doch hier, ist doch gut, ich habe dich doch lieb, deswegen kannst du auch selber einsteigen. Also wir tun gar nichts mehr, dass der andere
sagt, wie schön, dass ich bei dir sein darf. So, und deswegen ganz wichtig, möchtest du, dass die Liebe wieder stattfindet, dass Nähe stattfindet, Intimität, vielleicht sogar Sexualität oder Lebensfreude, überhaupt, dass die Energie wieder in der Partnerschaft erwacht, such dir ein oder zwei oder drei Rituale aus, und zwar jetzt gleich. Also vielleicht für den kommenden Sonntag. Mach aber nicht zu viele auf einmal. Die vermehren sich von selber, die Rituale. Aber vielleicht für den kommenden Samstag oder den Sonntag sagst du, okay, da mache ich eine Stunde lang nur für mich etwas. Bedenke, du bist auch ein Partner, nämlich der Beste, den du haben kannst. Das bist du selbst. Oder mit meinem Ehepartner mache ich das oder mit meinem Freund. Dann verabrede dich. Diese eine Stunde widmest du dich nur diesen wundervollen Moment. Und dann wirst du sehen, wie schnell sich wieder etwas verändert. Und wie schnell unser Gehirn lernt, dass es transformiert wird. Und dass es an der Transformation viel Freude hat. Denn positive Rituale lassen uns wieder aufleben. So, so einfach. Es klingt, es ist so einfach. Und noch etwas, was wir auch gerne tun, Michaela und ich, feiert. Feiert jeden kleinen Erfolg, jeden kleinen Fortschritt. Also klopft euch auf die Schulter, erzählt euch gegenseitig, wie wundervoll das geklappt hat, wie wundervoll du das gemacht hast, wie wundervoll er oder sie das gemacht hat und wie schön es ist, dass ihr gemeinsam etwas geschaffen habt. Also deswegen feiert so viel wie möglich, das haben wir auch komplett vergessen. Und wenn wir an die Anfänge denken, auch da war es so, da haben wir ja, das klitzekleinste Ding haben wir abgelobt bis zum Umfallen. Und das haben wir auch so empfunden. Das war nicht mal übertrieben. Wir haben uns richtig darüber gefreut. Also führt solche kleine Rituale des Feierns auch wieder ein. Und zum Beispiel ein ganz wundervolles kleines Ritual ist am Eischrank oder irgendwo eine kleine Nachricht zu hinterlassen. Oder aber ein kleines Geschenk mitzubringen. Ein winziges kleines Geschenk als Aufmerksamkeit. Und schon wirst du merken, dass in deiner Partnerschaft es wieder absolut nach oben geht. Egal, wie lange diese Partnerschaft schon da ist. Und ganz oft sind ganz viele Paare einfach nur noch zusammen, weil es einfach besser ist, als sich trennen. Was soll ich jetzt alleine durch die Welt laufen? Nee, schön ist die Partnerschaft nicht, aber ist bequem. Ich weiß, woran ich bin. Nee, das ist nicht schön. Nee, das ist nicht lebenswert. Lebenswert ist, Lebensenergie und Lebensfreude zu haben. Und die solltest du in deiner Partnerschaft haben. Mit deinen Freunden, mit deinen Freundinnen, mit der Clique oder mit deinem intimen Partner. Egal, wie lange ihr so zusammen seid. Und deswegen schau mal, wie viele negative Rituale du in deinem Leben so angehäuft hast. Was läuft denn so normalerweise automatisch bei dir ab? Schreib dir das alles mal auf. Denn dann wirst du vom Beifahrer zum Fahrer. Und wenn wir Rituale einführen, die uns nützlich sind, die uns förderlich sind, übernehmen wir wieder die Führung. Wir übernehmen wieder die Verantwortung für unser Leben. Wir bestimmen. Wir sagen, welches Gleis wir fahren. Wir sind nicht einfach nur noch mal Beifahrer und alles geschieht irgendwie und wir sind in Automatismen gefangen. Wenn wir positive Rituale einführen, dann haben wir ein selbstbestimmtes Leben. Und das ist großartig. Also, jetzt führst du dein allererstes wundervolles, positives Ritual in deinem Leben ein. Und dann kannst du mal schauen, wie dein Leben plötzlich wieder Fahrt aufnimmt. Und die Fahrt, die du haben willst. So einfach. Und dann wird dein Partner auch wieder sehen, wie wundervoll du bist. Denn es bist du. Wundervoll. Kann man gar nicht oft genug sagen. Und das lassen wir dann wieder aufleben. Das ist dann wieder da. In diesem Sinne, ich freue mich auf deine Rituale. Schreib mal in die Kommentare rein, was du für Rituale einführst. Inspiriere uns alle mal ein bisschen. Denn von dir können ganz viele Leute ganz viel lernen. Klar, nicht jeder hat die gleichen Ideen.
Inspiriere uns mal mit deinen Ideen. Was für Rituale hast du denn jetzt neu eingeführt? Und wenn du magst, bitte teile dieses Video, damit wir vielleicht eine Welt werden, wo ganz viele positive Rituale da draußen sind. Stell dir mal vor, wie wundervoll das wäre. Du kannst es ja zum Beispiel mit deinem Freund teilen, wo du gerne möchtest. Du, ich habe dieses Video gesehen, schau doch mal, was meinst du denn? Sollten wir nicht auch so ein Ritual einführen? Oder hast du eine Idee, was wir machen könnten? Und wenn du magst, dann abonniere den Kanal. Und wenn du gerne benachrichtigt werden möchtest, dann, na, du siehst ja die Glocke neben dem Abonnieren, dann drück da drauf und dann bekommst du eine Mail, wenn ein neues Video von mir erscheint. Ich freue mich total auf das, was ihr alles uns an neuen Ritualen mitteilt. In diesem Sinne, alles Liebe. Du weißt ja, ich helfe dir, ich begleite dich bei deiner Persönlichkeitsentwicklung. Dein Pierre.